Sorry, ich crash immer noch bei diesem Namen. Earthrise. Und dann auch Netflix. Die übersetzen das ja eins zu eins, ne? Erdaufgang. Bei diesem Wort merke ich immer, wie mein Hirn sich verflüssigt und so. Kennt ihr noch Hephaestus also Hephaestus aus God of War 3? So fühle ich mich dabei. Katastrophe. Jedenfalls, frohes neues Jahr nochmal, so ein bisschen 1 zu 1 und heute einen kleinen Rückblick, was es die letzten Tage gab und ja, nehmen wir mal die 5-Minute-First-Looks und den First-Look-Aspekt davon und reden wir mal ein bisschen über Earthrise. Willkommen zurück, Leute. Und ich hoffe, ihr habt gefunden, wonach ihr sucht. Ein Kanal, wo ihr die ganzen coolen Figuren auf englischsprachigen Kanälen auch mal auf Deutsch seht. In dem Sinne. Jo, letzte Woche. Letzte Woche war das Ende des bekackten Jahres 2021. Das wurde auch Zeit. Das wurde auch Zeit. Heute ist ein spezieller Tag für mich. Wenn ich das aufnehme, ist der 3.1. Heute hätte meine Mutter eigentlich Geburtstag und sie wäre heute 65 Jahre alt geworden. Ich bin jetzt gerade just so vom Friedhof wieder zurück. Mein Vater und ich haben uns getroffen, haben ein bisschen, ja, so ein bisschen sinniert, aber auch nicht nur, wisst ihr, so ein bisschen normal geschnackt auch. Und ich bin gerade so ein bisschen am Rumtickern und ich dachte mir, da hinten ist immer noch alles voll mit Kartons. Ich habe noch so viel Moto, ich habe noch so viel anderen Kram. Deswegen komme ich euch gleich mal eben zum Rückblick. Dass ich dachte, ich mache das Ding wieder hier, aber mit einer vernünftigeren Kamera, nämlich mit meiner wirklichen und nicht mit der Webcam. Das glaube ich auch ganz cool, funktioniert besser. Das ging ja letzte Woche ab. Zuerst hatten wir was Großes. Wir hatten den Hot Toys Optimus Prime. Und der hat einige enttäuscht. Mich eingeschlossen. Der ist zwar super schick bemalt, aber teilweise auch die Bemalung. Das ist irgendwie nur so ein Druck, wisst ihr? Die Flügel von Starscream, das ist so eine Textur mehr. Und das Ding ist verschwommen da drauf. Voll merkwürdig. Voll merkwürdig. Und dann auch wackelig und hält nicht vernünftig. Also, oh, ich weiß nicht. Schade. Da hat Hot Toys definitiv den Ball fallen lassen. Und ich glaube, von der Linie kommt nichts mehr. Von der werden wir nichts mehr sehen. Es gab noch ein China-Exklusiv, so ein Secret Base Exclusive. Wisst ihr? Megatron, der hatte also sogar so eine Art Fusion Cannon dabei. Puh, gut war anders, ey. Gut war anders. Aber falls ihr das nicht gesehen habt und falls ihr das ganz gerne sehen wollt, dann hatten wir mein Neujahrs-Crash. Viele haben sich vielleicht gefragt, warum denn Crash? Naja, ich wollte das eigentlich ganz gerne sagen, aber wie das ganz gerne oder erklären, warum denn Crash und wie das dann gerne so ist. Man hat andere Sachen im Kopf und dann vergisst man, was man sagen wollte. Ich habe es dann mehr oder weniger so aus der Hüfte geschossen. Wisst ihr? Neujahrscrash, weil Englisch heißt es ja immer, wenn man bei jemandem übernachtet, crashing at somebody's place. Und so war das, dass ihr denn bei mir crashen konntet. Wir haben 5,5 Stunden gestreamt, es waren ein paar Leute im Chat, das war schön. Ich habe mir hier ein bisschen ein paar Gin Fizz in die Glocke gehauen. Zwei Handbreit Gin, dann das Glas zum größten Teil aufgefüllt mit Mineralwasser. Und hinterher noch mit Bio-Limette noch so ein bisschen aufgefüllt und dann ein paar Limettenscheiben, hey, ganz lecker. Das war cool. Hab ein paar getrunken mit dem Mutu Dad, der war dabei, er hatte Wein. Sun in the Bay Reviews war teilweise mit dabei und wir haben ordentlich geschnackt, Mann. Wir haben ordentlich geschnackt. Es ging über die Mondo Motus, da kommen wir dann gleich auch noch zu. Wir haben über Storm Collectibles gesprochen. Er hat mich so ein bisschen dazu genötigt, was zu posen. Er wollte mal mein Live-Posing wirklich live sehen. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, über die Community generell, ne? Also das war teilweise echt ein langes Ding und ehrlich gesagt teilweise auch was mir in den Kopf gekommen ist. Meine Top 5 natürlich mit eingeblendet zwischendrin, ne? Und ja, 5,5 Stunden, boah, danach war ich auch platt, das sage ich euch. Heftig, das war heftig, aber hat sich gelohnt. Bin immer noch so ein bisschen müde davon, glaube ich. ich werde dieses Jahr 40. Man wird nicht jünger, wisst ihr? Aber 5,5 Stunden. Wenn ihr das Durchhaltevermögen habt und ihr wollt das ganz gucken oder zumindest reingucken oder was weiß ich, da oben findet ihr es. Dann hatten wir den Kollegen hier. Den habe ich mir extra nochmal geholt, bevor der in mein Display kommt. Ich muss mir jetzt displaymäßig was überlegen und das wird wohl demnächst entweder nochmal
ein Tim Tinkers oder ich mache daraus ein Shelving and Idea, weil ich habe schon gezeigt, wie ich das Ding mache. Das ist der Mondo Man at Arms und ihr seht schon, das Ding ist killerhübsch, wirklich ein tolles Ding. Aber halt leider instabil, ne? Das ist, glaube ich, im Review einigermaßen rübergekommen. Ich konnte nicht alles zeigen, was die Instabilität angeht. Ich bin hinterher noch ein bisschen in eine Diskussion eingedrungen mit dem Motu Dad. Wir haben da zwei unterschiedliche Ansprüche. Meiner ist einfach, dass... Oder vielmehr, es ist gleicher, als es sich anhört. Es sind halt grundsätzlich bewegliche Statuen. So. Und Tobi, der Motu Dad, der sagt, die stehen bei ihm in einer Museumspose. Und das ist es. Ist okay, wenn man das als Anspruch hat. Bei mir ist das allerdings ein bisschen anders. Ich sage, wenn Mondo das Ding hinbaut oder diese Figuren dahin stellt und sagt, das sind schwere Figuren, die sollen aber beweglich sein, dann ist das cool. Aber dann würde ich auch sehen, dass die Gelenke, dass die Hardware das Gewicht der Figuren hält. Und das tut es ganz oft nicht. Ihr habt das vielleicht gesehen, wenn nicht, es fallen die Hände, fallen einfach stumpf ab. Teilweise kann er nicht mal seine eigene Keule vernünftig halten und auch Accessoires hinten auf dem Rücken, also es ist schade, vor allem weil der so toll gearbeitet ist und weil der ansonsten sein Geld wert ist. Materialien sind stabil, also es ist wirklich stabil, das Material an sich. Die Hardware, sprich die Ratchets oder auch die Spannungsgelenke, sage ich mal, die sind halt das Problem, aber die Materialien ansonsten sind wirklich stabil und die Bemalung ist schön, das Sculpting ist toll und einfach ein 1:6 Man at Arms zu haben, das ist einfach wirklich schön. Deswegen, was das angeht, schon, alles andere ist halt hart. Also wenn ihr das Ding als Museumspose wollt, 100%ige Empfehlung. Wenn ihr damit Spaß haben wollt und das Ding posieren wollt, eher so ein bisschen weich. Ausblick für nächste Woche oder für die Tage hier nach im Endeffekt eher so. Was kommt denn alles? Ich mache nicht gleich mit Motu weiter. Das ist momentan wirklich Motu-lastig, gebe ich zu. Und deswegen bin ich froh, dass ich was Kleines von Dan gekriegt habe. Der hat sich nämlich die Transformers Red angeguckt. Ich habe die hier mal an die Seite gestellt und die seht ihr bei mir jetzt auch. Ich habe hier schon mal Megatron und da unten sind auch Optimus Prime und Soundwave und ich habe mir die angeguckt und Dan findet die nicht schlecht, aber er ist enttäuscht und ich kann das grundsätzlich verstehen. Ich glaube, ich finde die ein bisschen besser. Megatron habe ich mir schon ein bisschen tiefgehender angeguckt, coole Accessoires, den Energon Cube, die Kette und so, austauschbare Hände, richtig schön an der Seite im Compartment hier. Das sieht gut aus. Und ich mag die. Ich mag die wirklich. Also, alles andere würde ich sagen, das backen wir im Review ab und das wird eine relativ fixe Kiste, aber der ist cool. Wenn ihr keinen Bock habt auf die ganze MP36 Zubbelkram-Verwandlung, wäre der auf jeden Fall das Richtige. Er ist aber nicht Masterpiece-Scale. Nur, dass ihr das wisst. Alles Weitere seht ihr Donnerstag im Review. Da machen wir aber auch wieder Masters of the Universe und ich muss mal sehen. Also ich habe noch so viel Origins. Ich habe jetzt schon wieder ein neues Paket von dem Andy Berger gekriegt. Völlig verrückt. Ich glaube, wir machen Beastman. Den gibt es dann am Sonntag. Und ganz ehrlich, ich will das auch so ein bisschen zusammenbauen. Ich will mal so ein bisschen drüber reden, wie sich die Fandoms unterscheiden. Ich muss dann nochmal mit dem Tobi drüber schnacken. Und da auch so ein bisschen, ich nenne es mal, fundiertere Berichte reinholen, weil es scheint mir so, als wenn wirklich Motu und Transformers sind echt so zwei, also erstmal sind es, diese zwei Lager sind grundsätzlich über die 80s verbunden. So. Aber der Anspruch und was wirklich bei den Figuren bei rauskommt, ist eine vollkommen andere Nummer. Die Motus sind scheinbar verwöhnt und haben total die guten Figuren, keine Hohlräume, gute Artikulation, abgesehen von Tila jetzt. Das kann man aber wohl scheinbar auch mit warmem Wasser klären. Und die meckern halt teilweise rum, was diese Figuren nicht können. Und dann kommen wir Transformers-Leute und sagen, ihr beschwert euch über die Figuren, über den Rollout. Seid mal froh, dass ihr nicht mit Hasbro rumhantieren müsst. Weil wir haben halt zum Beispiel Hohlräume, das habe ich auch in meinem kleinen Neujahrscrash gesagt. Klein, ich sage mal klein. 500 Stunden ist nicht klein. Habe ich Tobi auch erzählt, dass zum Beispiel Runabout und Runamuck hinten halt super hohl sind. Super hohl und die Artikulation ist auch nicht mehr gut. Das dreht alles schon wieder runter. Also ich glaube, da muss man ein bisschen Aufklärungsarbeit bringen. Und da werde ich nochmal ein klein bisschen Recherche reinstecken. Da werde ich den Tobi nochmal so ansprechen, was der dazu sagt, was da so Argumente sind, die er so kennt. Und
Das werde ich dann zusammenbauen. Und dann einfach mal direkt im Vergleich mal reinbringen, wie viele Schweinejungs haben. Im Vergleich mit Hasbro. Also, das Ding wird auch noch kommen. Ich weiß auch nicht wann. Erstmal machen wir Beastman, aber habt das schon mal auf dem Zettel. Da kommt noch ein kleines Diskussionsding. Voice of Kaon hat man natürlich auch. Aber ganz ehrlich, da kann ich jetzt gerade noch nicht viel zu sagen, weil ich das Ding halt Sonntag aufnehme. Aber es wird so ein bisschen, ja, so ein bisschen Jahresabschluss, so ein bisschen Ausblick. Und wir haben dann auch über Earthrise geschnackt. Das findet ihr in der Collector's Bay. Der Link ist unten unter Linktree. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Hoffentlich kriegen wir mal die 100 voll. Wir wollen endlich mal von diesem youtube.com zu The Collector's Bay. Das ist wichtig. Also vielleicht schaltet ihr da mal rein. Wir würden uns freuen. Kommen wir jetzt jedenfalls mal kurz zu Earthrise. Das wird jetzt kein Hyper-Review. Ganz ehrlich. Aber ich möchte mal eben kurz ein paar Sätze zu sagen. Und ich werde da auch nicht vor zurückschrecken. Wenn ihr in den Comments mit mir diskutieren wollt, haut rein. Aber zivilisiert. Ganz ehrlich. Siege hat, oder War for Cybertron Trilogy hat mich eigentlich schon wieder ziemlich verloren. Muss ich sagen. Das ist schon wieder furchtbar eindimensionaler Kram. Gucken wir uns das noch mal eben an. Wir hatten Staffel 1, Siege. Da war ich noch okay mit, weil jeder kennt diesen Kampf. Autobots gegen Decepticons. Die haben ein paar neue Sachen da eingebaut. Und keine Spoiler mehr, Leute. Das Ding ist mittlerweile bald ein Jahr alt. Also, okay. Kirch im Dorf lassen. Jetfire war wirklich mal bei den Decepticons. Ultra Magnus ist zu Megatron hingegangen und wollte tatsächlich einen wirklichen Waffenstillstand. Das hat alles nicht geklappt. Dann war ein Virus dabei. Bumblebee ist quasi sowas wie ein Prime geworden. Also auf jeden Fall erstmal das ja, weiß nicht, der Pressesprecher für Alpha Trions Erinnerungen und Erfahrung. Das ist interessant. Das waren ein paar coole Sachen und ansonsten haben sie gesagt, der Großteil des Krieges ist im Endeffekt vorbei. Und hier geht es jetzt darum, dass die abhauen und der Allspark und so weiter und so fort. War ich okay mit. Kannten wir alles, ähnlich wie Batman, ähnlich wie Spider-Man, das ist der Origin, kennen wir alles. Ist okay. Jetzt haben wir natürlich gedacht, und ich vor allem auch, als Netflix dann live ging mit Earthrise, da kommt jetzt mehr. Vor allem hat Earthrise eben auf Netflix den Punkt Chapter 1, also Kapitel 1, Teil 1. Chapter 1, Part 1. Und ich denke so, ja geil, die ersten 6 Folgen, so hier, das erste Ding habt ihr und da kommt noch mehr. Nee. Auf Wikipedia steht, da kommen von jeder Sache 6 Folgen. 6 Folgen, ungefähr 25 Minuten. 24 Paar zerquetschte bis 26 Paar zerquetschte, so in dem Schnitt. Das ist schon wieder nichts Vernünftiges. Das ist schon wieder McKinema Review. Niveau, nicht Review. Niveau. Da hatten die mehr, aber das waren alles 5 bis 15 Minuten. Und das war alles nicht ausgeflasht. Das war so möchte gern Fanservice. Und das ist diese Serie jetzt auch schon wieder. Das ist ein bisschen spoilerheftig jetzt. Falls ihr keinen Bock auf Spoiler habt, falls ihr das noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch jetzt abzuspringen. Es fängt halt an auf Cybertron. Elita One ist immer noch da und Jetfire sind immer noch da und die kämpfen eben noch immer noch gegen die Reste von Megatron und seinen Streitkräften. Alles cool. Dann geht es um Projekt Nemesis, was sich herausstellt, was nicht mal Nemesis Prime ist. Das heißt, dieser kleine Teaser, dieser kleine Glimpse in den Trailer, wo man Nemesis Prime gesehen hat, das war nur das. Ich habe mich erst gefreut, so, yo, ein bisschen mehr. Jetzt bringen wir mal Nemesis Prime mit rein. Und wir haben mal eine Figur zu einem wirklichen Charakter in der Serie. Nö, das war wieder genau nur das. Und dasselbe springe ich ein bisschen vorwärts. Unicron. Unicron und Galvatron ist genauso das. Es gibt 10 Sekunden ein Fetzen von Unicron. Das ist genau dasselbe wie im Trailer. Mehr nicht. Und Galvatron ist irgendwie 10 Minuten in einer Folge. Da haben sie eine tolle G1-animierte Variante mit reingeknallt, wie der aus der Zukunft zurückkommt und labert ein bisschen auf Galvatron rein und dann wieder auf Megatron ein und dann wieder zurückgezogen. Das ist alles. Das ist alles. Und das ist schon wieder Bullshit. Das ist Fanservice, den ich nicht brauche. Fanservice, den ich gut finde
und wo ich denke, dass mir ausgefleischt wird, ist Mandalorian, ist Jon Favreau, ist Luke Skywalker und mit Sicherheit in Staffel 3, dass Sebastian Stan Luke Skywalker übernehmen wird. Das ist Fanservice, wo die sagen, wir nehmen das Alte und verbinden das mit dem Neuen, so ist für alle was dabei. Das jetzt ist Bullshit. So kommen die neuen Leute da rein, die wundern sich über Menschen wie uns, dass wir darüber meckern. Und dann kommen hitzige Kommentare und Kommentarsektionen und wo Leute das wieder zu ernst nehmen und wo die Kommunikation wieder flach fällt und die sich alle wundern, warum meckert ihr denn alle rum und sehen unseren Punkt nicht. Dass wir das seit Jahren matt mitmachen. Seit Jahren wird das Transformers-Fandom durch die Bank weg bedient, aber es ist die größte oder die meiste Zeit lang Bullshit. Sorry, das ist hart ausgedrückt, aber das ist meine Meinung und das ist Müll. Deswegen seht ihr auf meinem Kanal so wenig offizielle Transformers. Weil ich so eine faule Kackfirma einfach nicht unterstütze. Sorry, ist echt hart so. Aber das ist ja, das geht ja nicht mal dabei. Da haben sie Quintessons reingesetzt in die Serie. Okay, oder ein Quintesson. Und da ist eine coole Szene, wie er keinen Bock mehr hat, mit seinen anderen Gesichtern zu diskutieren. Und er schneidet alle anderen Gesichter von sich ab mit einem Brenner. Das ist eine harte Szene. Die kommt richtig cool, die habe ich hart gefeiert. Da kommt aber nicht viel mehr von. Nach dieser Geschichte sehen wir den noch einmal kurz und dann war es das. Da ist nicht mehr viel. Da ist wirklich nicht mehr viel. Ansonsten ist nur der ganze Struggle. Wir sehen Scorponok. Da kommt The Last of the Scorponok. Keine Erklärung, was das sein soll. Nichts, nicht ein Stück. Keine Verbindung zu Beast Wars. Warum The Last of the Scorponok? Nix. Der macht einfach nur eine fette Rampage und haut alle kaputt. Und dann sehen wir irgendeinen Planeten, fett mit Dschungeln, alte Kultur, das wohl irgendwie mit Scorponok verbunden. Und dazwischen dieses ganze Ding mit Megatron und Optimus Prime und den Autobots und Decepticons und die Suche nach dem Allspark, das ganze all die eindimensionale Kram. Und zwischendurch so ein kleiner Tease, dass Megatron wieder vielleicht überläuft. Haha, von wegen. War nur eine Verarsche. Und das war's. Das letzte Ding, was wir sehen, ist ein Dinosaurier. Und das ist aber schon Dinobot. Und wir sehen die goldene Diskette bei dem Galvatron-Ding. Das schmeißt Galvatron Megatron zu. Das ist alles. Und das ist alles. Das ist alles von Earthrise. Während die Earthrise-Toyline schon den ganzen Kram mit der Erde wirklich eingebaut hat, dass diese ganzen Weaponizer Erdmodi haben, wie zum Beispiel diese Mini-Bohrinsel. Ich habe den Steelworks? Ich glaube Steelworks. Hat die Earthrise-Serie nichts damit zu tun. Wir sehen einen Planeten, der aussieht wie die Erde. Das könnte vielleicht sein, dass das die Erde ist zur Beast Wars-Zeit. Und das wird so irgendwie gemacht. Die sind über diesen Sprung durchs Portal in der ersten Staffel in Siege irgendwo in der Vergangenheit der Erde gelandet. Und deswegen sehen wir da die Beast Wars-Ära Erde, sprich G1-Kontinuität. Oder, und das sollte mich gar nicht wundern, weil Hasbro einfach sagt, ach, die haben ja alle IDW gelesen, die feiern das. Wir nehmen einfach Eucaris. Und Eucaris ist ja der Beast-Former-Planet im IDW-Universum. Ich sehe beides kommen und beides ist nicht vernünftig eingeteilt. Und nicht vernünftig eingeführt und inkonsistent gemacht. Das ist Müll. Sorry, da hat der ganze Tisch mal gewackelt. Ich bin, ganz ehrlich, ihr hört das vielleicht. Ich sag zwar, dass ich keinen Bock habe auf Hasbro, aber ich habe Bock auf Transformers. Hasbro macht einfach Scheiße mit Transformers. In diesem Moment, ganz ehrlich, lass Hasbro von jemandem gekauft werden, der da Liebe reinbringt und der das Ganze vernünftig macht und nicht diesen eindimensionalen Schrott, den wir die ganze Zeit vor die Nase geknallt kriegen und wo Casuals reinkommen und sagen, ist doch alles toll. Ich bin niemand, der sagt, guckt das nicht, das ist Müll. Wenn euch das gefällt, seid ihr glücklich. Ich respektiere das, wirklich. Ich tue es aber nicht und ich werde da in den Kommentarsektionen immer sagen, was schlecht ist. Und Leute, die vernünftig mit mir diskutieren wollen und auch diese Punkte hören und auch respektieren, die sind eingeladen, mit mir vernünftig zu diskutieren. Wenn ihr aber sagt, das ist doch alles super, was ist denn das für ein Scheiß, was du da erzählst? Ganz ehrlich, da ist die Tür. So eine Kommentare kommen hier nicht rein. Das ist mein Ding. Sorry, ich finde, das ist Müll und ich glaube, ganz ehrlich, Kingdom wird auch Müll. Kingdom wird Müll aus den vorigen Dingern, wo das irgendwie zusammengebaut wird. Irgendwo wird Elita One mit Optimus Prime wieder zusammenkommen, irgendwo auf der Erde. Dazwischen werden wir irgendwo Galvatron sehen. Ich bezweifle ehrlich gesagt sogar, dass die Arche ein Titan wird in der Serie. Das wird so ein Spielzeugding alleine werden. Wird nicht vernünftig sein. Gebe ich euch einigermaßen Brief und Siegel drauf. Ich schlechte keine Wetten drauf ab,
Aber aufgrund der letzten Enttäuschung der vorigen Serien, McKinnema, jetzt Siege und dann Earthrise, ich bin damit nicht zufrieden. Ich habe mit Dennis drüber geredet, von Standard Bay Reviews für die Leute, die neu dabei sind, und er sieht das ziemlich genauso. Animation, Voicecast ist super. Wie reden ist schlimm. Das werde ich jetzt nicht demonstrieren, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, Akkuranzclub da oben. Wobei ich weiß nicht, wie viele ich mittlerweile getaggt habe. Sonst findet ihr den Link unten. Es ist einfach inkonsistent und nicht gut gemacht. Sorry, Leute. Wenn ihr gehofft habt, ihr kriegt hier ein gutes Review. Nee. Da grätsche ich voll rein und das werde ich auch immer verteidigen. Das soll es jedenfalls gewesen sein für heute. Und ich hoffe, ihr habt Donnerstag Bock auf das Beastman Review. Ich habe auf jeden Fall maximal Bock. Die Moto Origins sind eine tolle Linie. Die machen mir sehr viel Spaß. Und ansonsten war das mal wieder etwas, was ich raushauen musste. Es kommt demnächst noch ein Bastelvideo. Ich habe da was Spezielles gebaut. Und das ist schon länger her. Jahre, um genau zu sein. Aber ich habe das jetzt mal als Bastelvideo zusammengeschnitten. Und ich werde das noch teasen. Das werdet ihr noch sehen. Das kommt in den nächsten Wochen. Je nachdem, wann ich mal ein bisschen Luft habe. Ich einfach mal sage, das hast du jetzt fertig. Das schmeißt jetzt rein. Okay? Jetzt wünsche ich euch erstmal eine coole, erste, komplette neue Woche des Jahres 2021. Bleibt love, bleibt gesund. Ich sehe euch demnächst. Hoffentlich bald mal bei Voice of Chaon. Einschalten. Link unten. Bye-bye.